Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich dir mal ein kleines Tutorial dazu geben, wie du jede Tonleiter innerhalb von 5 Minuten lernen kannst und wie man eine Tonleiter auch verändern kann, sodass man mehrere Tonleiter in einem Stück lernen kann. Ich wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß mit dem Video, schnapp dir gleich die Gitarre und lass uns zusammen mal eine Runde Musik machen bzw. Tonleitern lernen. Im Grunde genommen sollte es nie länger als 5 Minuten dauern, um eine Tonleiter zu lernen, weil es gibt einfach so viele Sachen auf der Gitarre zu lernen. Wir haben einfach nicht die Zeit, um tausende Stunden damit zu verbringen. Und ich zeige dir jetzt eine ganz einfache Methode, wie du das machen kannst. Und zwar nehmen wir anhand unserer A-Moll-Tonleiter, die hat die Töne A, B, C. Das ist der 5., 7. und 8. Bund auf der E-Seite, also A, B, C. Darunter auf Finger 1 im 5. Bund, das ist das D, E, F. Dann haben wir ein G, ein A. Dann gehen wir zum B zurück, im 4. Bund auf der G-Seite, B, C, D. Dann 5. Bund auf der B-Seite, E, F, G und darunter A, B, C. Das Ganze spielen wir erstmal sehr langsam rauf und runter. Dann nimmst du dir am besten ein Metronom, Tempo 60 und spielst auf jeden Schlag einen Ton. Dass dein Muskelgedächtnis das erstmal verinnerlicht und diesen Fingersatz einfach lernt. Und das Ganze spielst du dann auch rückwärts. Und das Ganze circa 20 Mal rauf und runter, beziehungsweise vielleicht 5 Minuten lang mit dem Metronom. Wenn du jetzt eine andere Tonleiter lernen müsstest, wir hatten jetzt die A-Moll-Tonleiter, wir sind in C-Dur und wir wollen jetzt zum Beispiel die Pentatonik lernen, dann nehmen wir uns die Töne der Pentatonik bzw. die Formel, und zwar Grundton A, dann die kleine Terz, C, die Quarte, D, die Quinte, E, die kleine Septime, G und dann wieder A, C, D, E, G, A und C. Auch dies spielst du ja 5 Minuten lang mit dem Metronom mit Tempo 60 vielleicht, langsam rauf und runter. Bis du auch diesen Fingersatz der A-Moll-Pentatonik in der 5. Lage verinnerlicht hast. Wir können es jetzt noch ein bisschen weiter treiben, und zwar, wenn wir jetzt zum Beispiel Harmonisch-Moll-Tonleiter üben wollen, dann nehmen wir einen ganz einfachen Trick, und zwar, wir hatten ja die A-Moll-Tonleiter, A, B, C, D, E, F, G, A, und wir müssen jetzt wissen, dass wir bei der Harmonisch-Moll-Tonleiter, also A-Harmonisch-Moll-Tonleiter, einfach nur einen Ton austauschen, und zwar, aus dem G wird ein Gis, das heißt von der kleinen Septime zur großen Septime. Und das ist die einzige Änderung, die wir haben in dieser Tonleiter. Das müssen wir jetzt in unserem Fingersatz beachten. Wir spielen also A, B, C, D, E, F. Jetzt kommt das Gis. A, B, C, D, E, F, Gis, A, B, C. Wie du siehst, ist mit dieser Technik, wenn du jetzt eine Tonleiter zugrunde legst und die anderen Tonleitern damit übst, eigentlich ziemlich einfach, wenn du weißt, welchen Ton man ersetzen muss bzw. austauschen muss, um eine neue Tonleiter zu lernen. Dazu brauche ich jetzt kein Heft, wo 1000 Tonleiter drin stehen. Ich muss mir 50 Millionen Fingersätze reinziehen dafür, sondern ich nehme mir einfach dieses Tool zur Hilfe, gucke, welchen Ton ich austauschen bzw. ersetzen muss und lege mir meinen eigenen Fingersatz zurecht. Es ist ganz ratsam, dir das selber mal aufzuschreiben, damit du das auf einem Blatt Papier siehst, mit so einem Griffbrettmuster vielleicht, und dann dir diese eine Lage nimmst und die Tonleitern immer hoch und runter spielst und dann auch andere Tonleitern machen kannst. Das funktioniert natürlich auch genauso gut mit Melodisch-Moll oder anderen Tonleitern, die du vielleicht üben möchtest. Und wenn wir jetzt zurückspielen wollen, machen wir das ganz einfach wieder. Wir spielen C, B, A, Gis, F, E, D, C, B, A. Gis, F, E, D, C, B, A. Und schon haben wir die harmonische Molltonleiter gelernt.
Das Ganze können wir natürlich auch mit der Blues-Tonleiter machen. Da müssten wir jetzt wissen, dass wir die Blue Note haben, das ist der Ton S. Und dann haben wir unsere Pentatonik und ergänzen einfach diese Pentatonik mit dem Ton S. Das heißt, wir spielen Pentatonik A, C, D, S, E, G, A, C, D, S, E, G, A, C. Und das Ganze auch rückwärts. Mit diesem System, was ich dir jetzt gezeigt habe, kannst du ganz einfach deine Tonleitern selber lernen. Wichtig ist, du solltest das immer natürlich so 5 Minuten machen und vielleicht auch mal über einen längeren Zeitraum machen. Und dann gehst du von Lage zu Lage auf dem Griffbrett und spielst diese immer so durch und schreibst dir vielleicht auch deine eigenen Griffmuster auf und lernst sie dadurch auswendig. Das kannst du natürlich auch mit harmonisch Moll, melodisch Moll oder mit jeder anderen Tonleiter machen, die du möchtest. Wenn dir mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und wenn du meinen Kanal abonnierst. Und falls du Gitarre spielen lernen möchtest, dann schau mal gerne in meine Bio rein, beziehungsweise unten in die Kommentare. Dort habe ich Gitarrenkurse für dich erstellt, die dich vom Anfänger zum Fortgeschrittenen begleiten. Und es gibt auch einen Blues-Gitarrenkurs. Diese Kurse kosten alle 37 Euro nur. Ich möchte nicht, dass die zu teuer sind. Und da kannst du eine ganze Menge lernen und dich auf dein nächstes Level heben als Gitarrist oder Musiker. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Üben und beim Ausprobieren und schreib auch gerne mal in die Kommentare, wie du Tonleitern übst oder ob dir dieses System was gebracht hat. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.